Herzlich willkommen zu Svens Moba. Ja, mit einer kleinen Neuigkeit. Der Sommer geht rum oder ist vorbei, aber das ist noch nicht die Neuigkeit. Und der Herbst fängt an, aber das ist auch noch nicht die Neuigkeit. Das ist eigentlich jedes Jahr das Gleiche, ne? Aber die Neuigkeit ist halt, ich werde demnächst Videos nur noch bringen, wenn ich sie wirklich zeitlich her schaffe und auch dafür Zeit habe. Warum das Ganze? Ja. Meine Baustelle, die ich im Sommer angefangen habe, ist immer noch nicht vorbei. Im Hintergrund wird es man, ich weiß nicht, ob man es hört, aber immer noch gewerkelt an meinem Häuschen. Und das nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch. Dann muss ich hier mal hin, mal dahin, dann müssen wir hier gucken und ja, so können wir es nicht machen. Wir müssen es doch ein bisschen anders ändern und machen und ja, wie es halt so ist auf einer Baustelle, ne? Und ja, diese Videos, die rauben natürlich auch einiges an Zeit. Für so ein Video brauche ich manchmal wirklich schon eine Woche, je nachdem, was ich euch präsentiere, euch zeige. Und dann die Schnippelarbeiten am PC. Also es dauert wirklich. Und ja, das Privatleben darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Und ich muss ja nebenbei auch noch arbeiten, mein Geld woanders noch verdienen. Und da muss das Video oder vielmehr das Hobby Modelleisenbahn ein wenig zurücktreten in den Hintergrund. Und wenn dann mal Zeit ist, wird dann auch ein Video kommen. Wie das jetzt laufen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, jede Woche wird wahrscheinlich nicht ein Video kommen. Ob es monatlich ein Video gibt, weiß ich auch noch nicht. Also die Abstände, denke ich mal, werden ein bisschen länger werden. Aber weg von der Bildfläche, so schnell verschwinde ich nicht. Und ja, das ist erstmal die Neuigkeit, die es bei mir jetzt gibt. Wollte mich nur noch mal melden und sagen, hallo, da bin ich. Ich bin noch nicht weg, bin noch nicht verschwunden. Ich bin noch weiter bei YouTube tätig. Aber wie gesagt, die Abstände werden länger. Die Länge der Videos werden wahrscheinlich so bleiben zwischen 10 und einer halben Stunde, also 30 Minuten, 10 und 30 Minuten. Die werde ich schon beibehalten, weil sonst ziehe ich es dermaßen in die Länge, was natürlich auch nicht sein muss. Ja, in der letzten Zeit sind auch viele Videos gekommen von dem Dampfbahnclub. Dampfbahnclub, ich weiß gar nicht, was heute los ist. Dampfbahnclub Vellmar e.V. In diesem Verein bin ich auch noch tätig. Auch noch ein weiteres Hobby von mir. Dort fahren wir mit Lokomotiven. Wirklich Dampflokomotiven, also so wie sie früher gefahren sind, im Maßstab 1 zu 10, teilweise 1 zu 7,5. Ja, durch den Vemmerer Ahnepark. Dort gibt es ja Videos, die ihr euch bei mir auf dem Kanal auch angucken könnt. Gibt es in einer eigenen Playlist bei mir. Dieser Verein hatte damals oder momentan noch einen eigenen Kanal, den ich auch noch betrieben habe nebenbei. Also ihr seht, es ist wirklich viel, was ich um die Ohren habe. Und diesen Kanal werde ich aber Ende des Jahres löschen. Und diese ganzen Videos kommen jetzt hier bei mir in die eigene Rubrik Dampfbahnclub Vellmar e.V. mit rein. Ja, nebenbei habe ich auch noch weitere Videos von Führerstandsmitfahrten, von der Eisenbahn generell rundherum und das war auch damals auf einem anderen Kanal. Die bekommen auch eine eigene Playlist bei mir auf Svens Moba. Und da könnt ihr auch gucken. Also Arbeit, 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 Arbeit. Und deswegen werden generell Videos von der richtigen Eisenbahn, von der Modelleisenbahn jetzt hier, vom Dampfbahnclub Vellmar e.V., das wird alles so ein Stückchen weit weiter nach hinten verlagert. Also wie gesagt, diese Videos kommen irgendwann ziemlich nach und nach mal rein, weil ja, Zeit halt, ne? Und Zeit ist kostbar und da muss man natürlich sehen, wie man seine Zeit verbringt. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, dass meine Baustelle bald hier fertig ist, dass ich euch dann irgendwann mal wieder schöne neue Videos von der MOBA zeigen kann. Klickt mal durch meinen Kanal durch, guckt in die Playlisten rein vom Dampfbahnclub Vellmar e.V. oder auch von der richtigen Eisenbahn, von Führerstandsmitfahrten.
Es ist bestimmt was dabei, was euch interessiert. Und ja, ich freue mich, wenn es dann bald wieder bei mir hier auf der Anlage dampft und ja, fährt. Und würde mich damit auch schon verabschieden von euch. Ich will euch nicht so lange hier halten und wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns, macht's gut, bis bald. Euer Sven Smoba. Ciao.